Oh, so unordentlich hier. Eww, wer hat das denn hier getan? Wer immer das getan hat, kriegt Riesenärger. Niemand legt sich mit Oma an. Oh, du Gen Z. Omas können mich nicht schlagen. Was ist das denn? Wo sind wir? Du nimmst an einem Malwettbewerb teil. Und das ist der goldene Preis. Rechtes Gold. Ich will eins. Ja, der Gewinner erhält einen goldenen Harley-Schläger. Oh nein, das ist meins. Also gut, hoffen wir, dass das einfach ist. Na los, gib mir was Gutes und Lustiges. Ha? Ein Bär? Was hat das zu bedeuten? Ich komme! Was? Hi. Zeichne mich schön! Wie kann ich diese Challenge gewinnen? Teddybär, komm her. Wir müssen dich nur zum schönsten Teddy der Welt machen. Oh, ich liebe diese Farbe an dir. Wow. Du brauchst noch einen Mund und eine Nase. Hm? Oh, so süß. Perfekt. Du bist bereit. Und los geht's. Rieche den Sieg. Rosa ist mein Favorit. Ich liebe es. Dieser Bär wird sehr nützlich sein. Zeig mir den Weg. Was sehe ich? Vielversprechend, ja. Oh, ich brauche meine Notfallersatzhände. Komm, wir zeichnen das. Gute Teamarbeit. Na, dann wollen wir mal sehen. Oh, Meisterwerk. Ein erstaunliches Gemälde. Benutzen wir meinen Lippenstift. Alles gut. Erdbeergeschmack. Küssi, küssi. Oh ja, sehr hübsch. Meine Hände sind jetzt endlich frei. Zurück an euren Platz. Aha, ich werde das gewinnen. Lass mich sehen, zeig mal her. Welches soll ich wählen? Oma, tschüss. Nein. Dieser Bär ist ja verrückt. Ich gewinne. Der Gewinner dreht zuerst. Diesmal wird ich gewinnen. Hände? Nur mit den Händen. Was kann ich tun? Nachdenken? Ich habe einen Plan. Ich brauche nur meine Hand. Ich liebe es, wenn meine Hände rot sind. Faszinierend. Jetzt verdoppeln. Ich liebe es, mit meinen Händen Kunst zu schaffen. Schön. Und kleine, süße Augen. Guck mal, was ich habe. Und sie ist glücklich. Ich kann das besser. Jetzt heb deine Hand. Diese Zeichnung habe ich mit dir gemacht, als du noch ein Baby warst. Und ich mach's immer noch am liebsten. Wir brauchen ein paar süße Augen. Und eine schöne Farbe. Jetzt geht's los. Ich habe meine Überraschung vergessen. Drachenzähne. Herrlich. Schnipp, schnapp, ich komme. Meine Krabbe ist weg. Guter Drache. Dann zeigt uns mal die Ergebnisse. Juhu! Ich drehe dann wieder mal! Oma Power! Sieh an! Ich bin sehr gut mit Gemüse. Wo sind sie denn? Nein! Gut, dass ich meinen Regenschirm dabei habe. Viel besser. Zitronenguss.
Na dann, bye-bye. Farbeimer, da bist du ja. Ups. Wunderbar, na dann legen wir los. Als erstes tauchen wir die Zitrone ein. So. Zeit für Veggie-Art. Oh, toll. Oh, wie schön. Oh, fertig. Der nächste. Du riechst gut. Perfekt. Du bist mein neues Werkzeug. Nur ein bisschen rollen und oh la la. Nächster Halt, Sellerie-Magie. Das ist mein Lieblingstrick. Ich habe ihn bei TikTok gesehen. Oh, sieht aus wie eine Blume. Oh, ich habe so eine gesunde Zeichnung. Und was hast du? Yuck, alte Frau. Ich habe Internet. Malerei-Gadgets natürlich kaufen. Es ging so schnell. Ich hoffe, es ist gut. Na also, jetzt fängt es an, ein bisschen Sinn zu machen. Ich kann mir aussuchen, was ich will. Wow. So viele Auswahlmöglichkeiten. Okay, ich liebe dieses Gadget. Das ist so hilfreich. Mit ruhiger Hand. Ich muss mich konzentrieren. Oh, ho, ho. Guck mal. Yay! Nein, Oma will gewinnen. Mal sehen, was es ist dieses Mal. Was ist das? Eine Mystery Box. Was auch immer, ich muss es öffnen. Hast du auch eine? Ich hatte sie die ganze Zeit über. Dann öffnen wir sie gleichzeitig. Okay. Drei. Zwei. Eins. Interessant. Nicht sehr glücklich. Eine Seife, ein Strohhalm und Farbe. Also damit sollte ich arbeiten können. Das Wichtigste zuerst. Alles kommt in die Schüssel. Oh, lila Farbe, das mag ich voll. Und nun mischen wir alles zusammen. Und Zeit für Seifenblasen. Oh, das macht so viel Spaß. Wir brauchen so viele Blasen wie möglich. Probier das doch mal zu Hause aus. Das ist ein cooler Trick. Mein sprudelndes Gemälde. Es klappt wirklich. Kannst du das glauben? Wahnsinn. Und das ist mein Ergebnis. Cool. Was ist denn hier drin los? Ein bisschen Shampoo für meine mürrische Oma. Ich kann meine Musik benutzen, um meine Farben zu färben. La 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 la. Also gut, keiner legt sich mit Oma an. Herrlich. Alles ist bereit für meinen unglaublichen Hack. Schaut zu und lernt, Kiddos. Zuerst die Bälle bemalen. Ich nenne das Regenbogen-Oma-Magie. Zeitgemäß und frisch. Wir brauchen noch ein paar Drehungen. Slay. Tada. Schön. Yes, ich hab gewonnen. Hey, du, das ist noch nicht vorbei. Ich werde nichts verraten, wenn du nichts sagst. Mehr? Heutzutage ist alles so teuer. Na also. Siehst du, ich bin die Gewinnerin. Schätzchen, schau mal. Was? Ich hab gewonnen. Hoffen wir mal, dass ich wieder gewinne. Wunderbar. Okay. Ich verstehe. Oh, eine Schönheitsfarbe. Alles gut. Ups, meine Zähne. Ich habe eine gute Idee. Sieh dir das an. Was glaubst du, wie viele Wasserpunkte ich machen kann? Zähnewasserblasen. Nun muss ich noch etwas Lebensmittelfarbe besorgen.
Ach, das ist so schön und befriedigend. Es beruhigt mich total. Das sollte ich vor dem Schlafengehen tun. Oh, wow. Wie süß der Regenbogen aussieht. Oh, irgendwas wackelt hier total. Oh, wer tut das denn nur? Hey, Kindchen. Sag mal. Was willst du? Böses Baby. Ich glaube, du brauchst eine Lektion. Aha. Hm? Oh, so ist's richtig. Komm, wir zeichnen endlich zu Ende. Ich wollte auch immer Regenbogenhaare haben. Komm schon, wunderschöne Bürste. Mach Oma stolz. Oh, das sieht mir sehr ähnlich. Aha. Was soll ich nur mit denen machen? Oh, oh. Bye, bye. Voll cozy. Zeit zu arbeiten. Zuerst brauchen wir meinen Rahmen. Ich hoffe, das funktioniert auch gut. Los geht's. Ich bin bereit. Meine Nase. Oh, so cool. Oh, Holly, was ist mit dir passiert? Gar nicht. Oh. Yay. Zurück mit meinem Make-up. Komm schon. Keine Bürsten? Das kannst du nicht verwenden. Oh, ich glaube, es ist Zeit für eine Mittagspause. Was? Was ist das? Medikamentenschale? Ich brauche meine Apotheke. Oh, ganz genau. Aha. Diese Palette wird so lecker schmecken. Ich muss nur noch ein bisschen warten, bis sie schmelzen. Mal checken. Oh, das wird sicherlich funktionieren. Was siehst du mich an? Ich muss mir nur dein schönes Deo ausleihen. Bingo! Hab's! Okay, Deo, dies ist der wichtigste Tag deines Lebens. Du bist endlich nützlich. Und los geht's. Und fertig. Bereit, das nächste Picasso-Gemälde zu schaffen. Oh, das sieht nach einer jüngeren Version von mir aus. Fantastisch. Oh, schau nur, wie hübsch wir sind. Was ist denn hier los? Ich muss nur noch für mein neues Gerät bezahlen. Okay. Danke. Was haben wir denn hier? Meinst du, du kannst das halten? Super. Vielleicht kannst du für mich zeichnen. Ich glaube, das ist genug. Na, komm her. Wow. Du bist sehr gut. Oh, schau nur diesen Schwanz an. Das ist ein Stempel. So schön. Zeig mal. Yay. Gewonnen. Gewonnen. Ich war mal Cheerleader, Liebes. Mir wird ganz schwindelig. Mal sehen, was der letzte Stand sein wird. Eiscreme. Das ist der letzte. Werd erwachsen. Yeah. Und ich? Mehr. Oh, gib mir das. Hab dich gefunden. Diesen Trick habe ich in der Schule angewendet, wenn wir einen Test hatten. Und nun sieh dir das an. Dieses Eis wird so leicht zu machen sein. Was ich auf der linken Seite zeichne, zeichne ich auch auf der rechten Seite. Okay, nun Zeit für etwas Farbe. Sieh dir nur mein schönes Eis an. Entweder ganz oder gar nicht. Ich werde es dir zeigen. Was machst du da?
Los geht's. Dieser Bleistift lässt mich nie im Stich. Ich habe nur keine Bürste. Aber ich kann ganz leicht eine neue machen. Hervorragend. Na, dann wollen wir mal malen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Gute Arbeit. Erstaunlich. Ich bin die Gewinnerin. Ich möchte mich für diesen tollen Preis bedanken, den ich für mich gewonnen habe. Vor diesem Kampf gegen meine Enkelin. Ich liebe es. Er hat sogar einen Fellgriff. Nachsitzen, Mama. Auf Wiedersehen. Was bedeutet das? Wird Zeit für die Dusche. Die perfekte Art, wach zu werden. Fühlt sich an, als würde man in einem Regenbogen duschen. Ich fühle mich so erfrischt. Guten Morgen, Welt. Das Wetter ist ja nicht so toll. Warum passieren mir so schlechte Dinge? Hey, nimm den Regenschirm. Er ist zu bunt für mich. Es heißt, das bringt Glück. Hier, du kannst meinen Poppet haben. Ich hasse das. Ups. Sie hat mein Poppet kaputt gemacht. Es war mein Lieblingsstück. Ich kann das nicht ganz machen. Genau, was ich brauche. Perfekt. Guck's dir einfach an. Den Schrott brauche ich nicht. Oh yeah, komm zu Daddy. Pap, pap, pap. Pap, pap. So befriedigend. Warte mal kurz. Ein Regenbogen. Na klar. Ein Regenbogen-Poppet. Ich kann die einfärben. Guck dir all die schönen Farben an. Ich fahre mit den Fingern durch die Farbe. Das wird toll werden. Ich reiße ein Stück von der Luftpolsterfolie ab. Das reicht. Hat die perfekte Größe für mein Poppet. Los geht's mit dem Malen. Ich unterteile es in bunte Abschnitte mit allen Farben des Regenbogens. Das ist der letzte Abschnitt. Und fertig. Jetzt habe ich ein neues Poppet. Pop, 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 pop. Gib mir das. Hey, gib mir mein Poppet zurück. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wow, das ist ja ein großes Poppet. Es ist fantastisch. Wahnsinn. Ich will ein ganz großes Poppet machen. An dieser Wand. Dafür brauche ich eine Menge Luftpolsterfolie. Wow, jetzt spritzen wir da ein paar Farben rein. Oh, hier ist perfekt zum Anfang. Ganz ruhig. Ich spritze die Farbe direkt in die Blasen. Das macht sau viel Spaß. Wow, das ist wunderschön. Wow, das ist so bunt. Und fühlt sich gut an, die platzen zu lassen. Ist ein bisschen so wie Pickel auszuquetschen. Ha! Ah, jetzt lassen wir die grünen platzen. Ah, nur ein bisschen quetschen. Ugh, voll cool. Wow, fantastisch. Ich mach weiter. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Wow, das war so gut. Oh. Genug von diesem Farbquatsch hier. Ich hasse Regenbögen. Was ist das für ein Müll? Der ist überall. Autsch. Oh je. Oh nein, sie ist auf dich getreten. Du bist voll dreckig. Ich ärmste. Aber ich habe die Lösung. Tada. Diese Badebombe wird dich wieder sauber machen. Rein mit dir, kleiner Mann. Hoffe, du kannst schwimmen. Ich auch. Und hier kommt die Badebombe. Wow. Guck mal, wie die sich zersetzt. Wow, so magisch. Okay, machen wir dich sauber. Hier kommt die Zahnbürste. Weit aufmachen. Du wirst gleich wieder gut aussehen. Bist du naturblond? Ich bin aus Gold. Natürlich bist du das. Okay, dann spülen wir dich mal ab. Boah, du siehst toll aus. Juhu! Ich wette, ich kann auch selbst eine Badebombe machen. Und wir nehmen unsere eigenen Zutaten. Zitronensaft, Salz, Backpulver und Maisstärke. Ich glaube, wir sind gut dabei. Das kommt alles in die Schüssel. Jetzt färben wir die Mischung noch ein. Mein Poppet hilft dabei. Und das macht Spaß. Ich fülle das Poppet passend zu den Farben. Und presse alles fest.
Dann kommt ein Poppet obendrauf. Jetzt warten wir ein Weilchen. 15 Minuten warten. Die Zeit ist um. Wow, ich hab's geschafft. Ich habe eine Badebombe gemacht. Die riecht sogar gut. Ich muss die ausprobieren. Guckt euch mal die Blasen an. Das hat tatsächlich geklappt. Da könnte ich sofort reinspringen. Fantastisch, ich liebe das. Hey Leute, willkommen bei der Poolparty. Hey, hallo zusammen. Lasst uns loslegen. Ich liebe diesen Song. Nicht schon wieder. Was ist das? Guck mal. Oh, Regenbogen. Wow. Ich sehe echt gut aus. Oh. Wir sehen uns jetzt so ähnlich. Aha. Machen wir ein Selfie. Sind wir beste Freunde? Oh, fast dran. Ach, ich komme nicht an meine Bonbons ran. Das ist zu hoch. Aber ich will die Bonbons. Denk nach. Eureka! Dieser Plan ist idiotensicher. Bonbons hier. Kackvogel hier. Entfernung 2 Meter. Okay, gehen wir hier lang. Windrichtung prüfen. Der kleine gelbe Junge fliegt durch die Luft. Dann macht Barbie... Naja, Barbie macht ihr Ding. Dann fährt das Auto hier hin. Bonbons gehören mir. Eigentlich ganz einfach, wenn man so darüber nachdenkt. Ich muss dich füttern. Hoffe, du hast Hunger. Lass uns tanzen. Ich höre den Song immer, wenn ich kacken muss. Wird Zeit, an die Arbeit zu gehen. Sieht gut aus. Du bist dran. Tschüss, mein Freund. Ich höre irgendwas. Was? Was ist das denn? Ist das ein Häufchen? Ja! Ich hasse Farben. Und es geht los. Los, Barbie. Gleich geschafft. Hm? Was? Spinne? Nein, 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 nein. Ah, nein. Das ist nicht gut. Ah, ich hasse Spinnen. Bonbons. Ich krieg euch noch. Ich weiß, ich muss nur wachsen. Ich lege das Schaumstoffquadrat hier hin, dann umrande ich meinen Fuß und schneide das aus. Ich brauche mehr davon. Ich baue das Schicht für Schicht auf, dann klebe ich meine Flipflops drauf. Wow, das ist voll bunt. Ich probiere das gleich aus. Das klappt, ich bin so groß. Hoffentlich falle ich nicht um. Gut, dass ich keine Höhenangst habe. Los geht's. Noch ein Stückchen weiter. Aha. Nein! Au! Hey, es regnet Bonbons. Ich hab beide Bonbons. Hä? Was ist das? Ha, bin ich verrückt? Das gibt's doch nicht. Das muss ich sehen. Wahnsinn! Omi! Fangen wir Nudeln auf. Was für ein Tag. Das Mittagessen ist fertig, meine Kleinen. Das ist alles für euch. Werdet groß und stark. Oma, oh, hier sind wir. Was machst du da? Wir sind hier. Hallo, gib Kinder. Mal was. Guten Appetit, meine Lieben. Danke an die blinde Nachbarin vom obersten Stock. Das sind ganz schön viele Nudeln. Kosten wir dir mal. Warte. Die sind geschmacklos. Igitt. Hä? Na klar. Wir geben Farbe dazu. Lass uns mit Skittles malen. Die mag ich. Und los, das wird fantastisch. Keine langweiligen Nudeln mehr. Nur leckere bunte Rahmen. Ich muss die Nudeln jetzt mischen, damit sie die Farben aufnehmen. Okay, jetzt machen wir die Teller voll. Guck dir das Essen an. Und jetzt zum Geschmackstest. Wow, Mama sagt immer, ich soll mehr Grünzeug essen. Ich bin im Nudelhimmel. Was kommt jetzt? Kosten wir den Himmel? Oh ja, das ist lecker.
Wow, ich will mehr. Und jetzt den roten. Ich sollte Koch werden. So köstlich, dass mir schon die Augen ausfallen. Buchstäblich. Was? Du dachtest, das ist mein Auge? Es ist was Süßes. Siehst du? Schmeckt voll gut. Lass uns das mischen. Total appetitlich. Und jetzt probieren wir den Regenbogen. Oh, wie krass. Das ist viel besser, als ich dachte. Ist das mein Magen? Wow. Ah, ich muss ganz dringend. Hä? Der Kalender ist falsch. Oh, das darf nicht sein. Crew hat heute Geburtstag. Aber ich habe kein Geschenk. Was mache ich denn jetzt? Oh, Alter. Guck mich nicht so an. Ich habe einen Plan. Das beste Geschenk ist ein selbstgemachtes. Wir färben dieses T-Shirt ein. Ich zerknülle es zu einer Kugel. Dann wickle ich Gummis drum. Jetzt stecke ich's ins Klo. Da kommen dann ein paar Skittles rein. Ich hoffe, das klappt. Ich glaube, ich bin soweit. Oh ja, das ist gut. Das wird perfekt werden. Gut, dass ich vorher gespült habe. Das ist nur Farbstoff, Leute. Wieder reingelegt. Rein damit. Okay, jetzt kommt das Backpulver. Ich streue es übers T-Shirt. Jetzt decke ich das Klo mit Folie ab. Wir wollen ja keine Sauerei veranstalten. Das Klo macht dann den Rest. Mit der Zange hole ich das raus. Ich stecke da nicht meine Hand rein. Schauen wir uns das Ergebnis an. Die brauche ich nicht mehr. Bis jetzt sieht's gut aus. Wow, guck dir die Farben an. Schau mal, das T-Shirt sieht aus wie deins. Hä? Das stimmt. Wir sind T-Shirt-Freunde. Ich hasse Partys. Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe ein Geschenk für dich. Was? Ein Geschenk? Für mich? Ich hoffe, ihr gefällt mein Geschenk. Wow. Danke. Das steht dir voll gut. Wir sehen uns jetzt ähnlich wie Bruder und Schwester. Ja. Ich habe so einen Hunger. Hier ist dein Mittagessen. Oh, was ist das? Danke, Schwesterherz. Ich kann es kaum erwarten, das zu probieren. Das ist voll spannend. Hä? Aber, warum so traurig, Mr. Sandwich? Weil ich langweilig bin. Oh, hä? Du hast doch verpackten Käse dabei. Dann machen wir dich mal glücklich. Ja, bitte. Bleib genau hier. Oh, wir haben auch Käse und Lebensmittelfarbe. Machen wir die Farbe in den Käse. Der Käse sieht viel zu langweilig aus. Jetzt durchmischen. Nenn mich einfach Cheese Bay. Ich bin viel besser als dieser Salztyp. Oh ja, das wird gut. Hier kommt noch mehr Käse. Wie ein Poppet, das man essen kann. Obendrauf kommt noch eine Scheibe. Und jetzt wird's geröstet. Rein mit euch. Guckt ihr diese geschmolzene Köstlichkeit an. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Jetzt siehst du glücklich aus. Das tut mir jetzt leid, Mr. Sandwich, aber ich muss das machen. Wow, das ist voll lecker. Ich liebe es. Oh, ich weiß, du kommst mit mir. Lass uns ein Spiel spielen. Hey, Gru, wähle eine Hand. Mir egal. Die da. Warte mal, gleich. Die ist gut. Du hast weise gewählt. Ist das für mich? Ist es vergiftet? Ich denke, ich werde es einfach mal probieren. Eigentlich schmeckt's mir. Sehr sogar.